Ihr Lieben, wir haben heute mit Helmut ein besonderes Zitat, weil wir ja auch uns in der Christzeit im Advent befinden, das der Helmut gerne mit uns teilen möchte. Ja, ihr Lieben, ich habe vom liebe Devotee habe ich eine kleine Inspiration geschickt kriegt, die ich gern mit euch teilen möchte und über die wir uns nachher geschwind ein bisschen austauschen wollen. Und die ist vom heiligen Franziskus. Der heilige Franziskus erklärt, dass man ein goldenes Herz nicht davon bekommt, dass man Stunden im Gebet verbringt. Es kommt nicht davon, dass man etwas Außergewöhnliches tut, um einem Bruder zu dienen. Ein goldenes Herz kommt auch nicht von ausgedehntem Fasten. Und es kommt nicht daher, dass man in der Nacht alle paar Stunden aufsteht und betet. Das goldene Herz bekommt der, der den Mut hat zu sehen, wie sehr Gott auch ein Teil von uns liebt, der egoistisch ist, der schnell wütend wird, der lange braucht, bis er lieben kann. Das goldene Herz bekommt der, der versteht, wie sehr wir auch dafür geliebt werden, dass wir einfach menschlich sind. Das wollte ich mit euch teilen, Suniti. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Ja, sehr gut. Es ist so viel Güte in dieser Aussage und in so eine bedingungslose Annahme auch der Schattenaspekte, die wir ja als Menschen auch mit uns tragen. Das heißt, der Teil, mit dem ich mich schwer tue, wo ich versuche vor Gott oder vor meinen geliebten Radha und Mohan und Goranga eine vollkommene oder gute Bhaktin zu sein. Und dann habe ich eben diese Momente, wo ich noch eben Schattenanteile wie Neid und Zorn und Gier mir feststelle. Und dann kommen diese Momente, wo ja, so ein bisschen trauriger sind im Leben. Und jetzt ist diese schöne Zeit, wo man dann vielleicht sich daran erinnert, dass auch diese christlichen Mystiker wie Franz von Assisi mit uns ihr Herz geteilt haben, dass es nicht etwas ist, vor Gott so sich zu beweisen, sondern dass man auch mit all dem in der Hingabe bleibt, mit all dem auch, was nicht vollkommen ist. Es war, muss ich sagen, oder ist für mich auch ein persönlicher Prozess, weil ich dachte immer, das Wichtigste ist die Vollkommenheit. Und jetzt inzwischen glaube ich mir, das Wichtigste ist diese bedingungslose Liebe auch in Anbetracht aller Unvollkommenheiten, die wir Menschen so mit uns bringen in unserem Leben oder in unserer Entwicklung. Was fühlst du dazu, Helmut? Also zum einen ist es für mich auch wie eine kleine Erlösung und es inspiriert mich einfach immer wieder, das auch anzunehmen, weil ich merke, die größte Herausforderung für mich ist auch anzunehmen, dass da die Liebe da ist, die grundlos ist, die nichts fordert. Aber ich merke auch für mich, dass das ja auch große Chancen sind, das Gebet, die Bemühung auch. Und ich glaube, dass es für mich macht es die Haltung, dass egal, was ich tue, dass es wichtig ist, wie ich es tue. Und ich glaube auch, wenn ich nur nachts aufstehe und bete, um des Betens wegen, dass ich es abhaken kann, so Chanten 16, 32, 64, super gut, dann glaube ich, dann ist das einfach nur gemacht. Mechanisch. Ja, aber wenn ich hingehe und sage, das ist mir ein Anliegen, das goldene Herz darzubringen, dann glaube ich, dann ist es gut, wenn ich nachts aufstehe, dann ist es gut, wenn ich faste, dann ist es gut, wenn ich bete. Aber mein Gefühl ist eben, die Haltung macht's. Ja, das ist so mein Gefühl dazu. Schön, ja. Und ich glaube, Bhakti, das ist schon
irgendwie eine universelle Angelegenheit, sodass für mich ist es, dass ich lerne, aus allen Umständen in jedem Tag diese Verbindung zur göttlichen Liebe immer wieder zu spüren, immer wieder auch mit anderen zu spüren, hervorzurufen, zu dankbar zu sein. Und dann, wenn ich dann sowas höre, dann denke ich, wow, ich bin auch Franz von Assisi so verbunden. Bin schon öfter hingepilgert da nach Assisi und spüre auch gerade jetzt zu dieser Zeit der Adventszeit, wo es ja wirklich darum geht, auch was zu empfangen, was einem von oben geschenkt wird, dass es der herabsteigende Gnadenweg ist. Und dann ist es einfach so schön, diese Sanftmut zu spüren. Und diese Sanftmut möchte ich auch für mich entwickeln, oder ich bin auf dem Weg, einfach so für mich eine ganz persönliche Bhakti zu finden, die also eben von dieser Haltung auch das Beste zu geben jeden Tag, aber auch nicht zu erwarten, dass ich von heute auf morgen jetzt in allen Lebensumständen immer das Vollkommene bringen oder leisten muss. Und das hast du sehr gut ausgedrückt. Das ist die Haltung, das ist auch das Verständnis mit dem Mitgefühl, mit der eigenen Unvollkommenheit. Und das ist, glaube ich, ein täglicher Prozess, weil der Geist, der ist immer wieder damit beschäftigt, zu bewerten, und der innere Kritiker möchte immer verurteilen. Und gleichzeitig aber die Bemühung. Also die Haltung und die Bemühung. Und dann irgendwie spürt man ja auch am Herzen, wie die Verbindung da ist oder wenn sie sich nicht so fühlbar manifestiert. Oder wie empfindest du das bei dir in dieser Gratwanderung? Ich habe für mich gemerkt, dass es für mich wichtig ist, in all den Möglichkeiten von Seva, ob das jetzt Prasad kochen ist, ob das Altar schmücken ist, ob das die Deities verehren, ob das Chanten, ob das Lesen, ob das Hören ist. Singen. Ja, genau. Und habe gemerkt, dass Singen für mich der Zugang ist. Und es ist schön, wenn jeder mal schaut, wo ist eigentlich mein Zugang? Und das andere, das bildet sich dann drumherum. Das ist so, ich finde das so lustig. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte gern für sie singen, und dann habe ich eine Stunde Kirtan gespielt, und in dieser Stimmung dann zu chanten, ist für mich persönlich viel fruchtvoller, als wenn ich jetzt sage, oh, ich habe noch nicht gechantet, 8 Runden fehlen noch, und mach die dann fertig. Ja, es ist ein individueller Prozess, ne? Also von diesem, sage ich mal, Zwangsverhalten oder Zwangsgebet oder eben Erfüllungsgebet in diese ganz natürliche, geschmackvolle Haltung von Spontanität zu kommen, ohne sich aber dabei jetzt vielleicht schleifen zu lassen. Ne? Ich als Hausfrau, ich bin ja jetzt im Moment Hausfrau, ich habe so viele Pflichten jeden Tag. Ne? Und da ist das auch manchmal mit dem Chanten sehr wenig und dann wieder mehr. Und dennoch versuche ich mich aber nicht deswegen zu verurteilen, ne? Sondern eben habe ich auch gelernt, dieses Seva eben dann auch in diesem Dienst anzunehmen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn dann die Zeit kommt, wo ich dann wirklich Zeit beschenkt bekomme, ne? Dann, ja, dann ist das bombenmäßig dann mit dem Chanten, ne? Das ist dann irgendwie gar nicht so. Och, ich habe ja so lange nicht mehr so viel gechantet. Jetzt komme ich ja erstmal gar nicht rein. Ne? Das ist, ich glaube, wenn diese Haltung, wie du sagst, wenn das stimmt, dann kann da immer wieder so ein Wunder geschehen, neues Wunder. Und da freue ich mich dann jeden Tag wieder drauf, auf das neue Wunder und das auch jeden Tag immer wieder zuzulassen. Oder in der Hoffnung, das zu spüren, mich damit zu verbinden, dieser bedingungslosen Liebe. Jetzt haben wir aber wieder. Dankeschön für das Gespräch, Helmut, und deine Inspiration. Wir freuen uns schon auf die nächste Inspiration. Ja. Jai Radim. Gerade.